Hallo. Hallo. Du, ich war heute in Güstrow in der Altstadt. Das war beeindruckend. Die Häuser sehen ganz unterschiedlich aus. Es gibt rote Backsteinbauten im gotischen Stil, das schlichte weiße Rathaus und die Häuser aus der Renaissancezeit. Und die Häuser, in denen früher die reichen Bürger lebten. Mich hat ja das Schloss beeindruckt. Es wurde im 16. Jahrhundert gebaut. Herzog Ulrich von Mecklenburg hat damals Baumeister aus Italien und Holland beauftragt. Interessierst du dich für Kultur? Ja. Du, weißt du was? Es gibt hier in Güstrow auch zwei Museen über den bekannten Künstler Ernst Barlach. Und im Dom hängt seine weltberühmte Skulptur. Man nennt sie die Schwebende. Oder was hältst du von Action? Lass uns doch zum Motorrad-Speedway-Rennen gehen. Jedes Jahr finden hier internationale Rennen statt. Übrigens, Mecklenburg-Vorpommern nennt man auch das Land der 1000 Seen. Hier im Land befindet sich der größte See in Deutschland, die Müritz. Aha, kann man da vielleicht auch angeln und Kanu fahren? Ja klar. Und im Wildpark Mecklenburg-Vorpommern gibt es Bären, Wildschweine und Luchse. Oder wir können in den Müritz-Nationalpark fahren. Er ist Deutschlands größter Nationalpark und so groß wie 45.000 Fußballfelder. Im Nationalpark gibt es überall Wanderwege und Fahrradwege. Und man kann dort Schreiadler erleben. Das ist anderswo kaum möglich. Das hört sich interessant an. Hm? Du, ich habe eine Idee. Wir können nächstes Jahr wiederkommen und machen nochmal Urlaub hier. Dann können wir mit Freunden zusammen ein Hausboot mieten. Gerne. Okay. Tschüss. Tschüss.